Noch sieht's gut aus. 7 habe ich noch. Komm, weiter, weiter. Ja, das sieht sehr gut aus bis jetzt. Gefällt mir. Oh, wie es abgeht hier. Willkommen, Robbe, hier zu einer neuen Folge Dominations. Schön, dass ihr wieder einschaltet zur neuen Folge von Dominations. Ja, und ich hatte es ja letztes Mal schon angekündigt, beziehungsweise ihr hattet es ja schon gesehen. Ich habe ein neues Base Layout. Ja, diesmal ist es eine Orden-Base, will ich mal sagen. Also es gibt da schon zwei unterschiedliche Arten, wie man seine Base aufbauen kann. Die erste ist es ja, sein Stadtzentrum nach außen zu stellen, so wie die da meisten das ja machen, und dann die Mühlen und Märkte in der Mitte zu platzieren, um halt, wenn man angegriffen wird, nicht die Rohstoffe, ja, dass die Rohstoffe eigentlich geklaut werden. Und dann gibt es natürlich noch die Art und Weise, auf Orden zu gehen, so, dass man möglichst natürlich versucht, den Gegner daran zu hindern, in erster Linie, dass er Orden kassiert. Und er kassiert natürlich Orden, indem er zum Beispiel das Stadtzentrum zerstört. Deswegen muss es natürlich hier besonders geschützt werden. Wodurch kassiert er noch Orden? 50%. Wenn er das down hat, dann kassiert er noch Orden, wenn er einen schnellen Sieg hat und so weiter. Und ich will es ihm natürlich so schwer wie möglich machen. Und deswegen habe ich natürlich alles dafür gegeben, mein Stadtzentrum, soweit es geht, irgendwie zu beschützen. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Man muss dazu sagen, was jetzt hier noch fehlt, sind die drei, wirklich, es ist drei Reduten Tower. Einer ist hier im Bau. Habe ich letzte, wann habe ich denn, wie lange dauert der überhaupt? Gucken wir mal rein. 2 Tage, da muss ich ihn gestern angeschmissen haben. 2 Tage dauert er. Ja, mal sehen, wo ich ihn platzieren werde. Ich weiß es noch nicht. Eigentlich bin ich hier mit diesen beiden Türmen auch noch nicht so ganz zufrieden. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, sieht das, glaube ich, schon mal ganz gut aus. Drumherum, ja, hier nochmal ein paar Garnisonen gesetzt. Immer mal wieder eine Farm, mal wieder ein unnötiges Gebäude, Unnutzgebäude für ihn, woran er sich einfach nur aufhält. Ja, und hier unten, wie ihr seht, alles so fett reingequetscht. Ihr könnt ja mal eure Kommentare dazu lassen, wie ihr das hier so findet. Was natürlich auch geil ist, was ich schon gesehen habe. Ja, der Held, der backt sich hier so ein bisschen durch die Mauer. Also wenn ich das Mauerstück mal hier wegmache. Das heißt, er rennt auch hier so lang oben dann. Das habe ich schon einmal gesehen. Soll natürlich eigentlich nicht sein. Ja, macht er trotzdem. Von daher ist das gut, dass er nicht nur durch dieses Tor hier rennt. Da bin ich ja super zufrieden. Ja, mal gucken, wie sich die Base schlägt. Ich bin gespannt. Ich wurde einmal bis jetzt halb geplättet, da kamen sie vom Norden. Ich muss dazu sagen, ja, schaut euch das an. Ja, hier kommen die noch mit Barfuß raus, ne, aus der Garnison. Speerwerfer, das ist gar nichts. Das ist eigentlich schon mega lustig mit anzusehen, wenn die da mit ihren langen Bärten und Speeren da auf die Gegner zurennen und einfach sofort umgemurkst werden. Klar, das muss ich alles noch verbessern. Aber Reduten Tower war für mich erstmal wichtiger, genauso wie die Ölbohrtürme. Ja, und ihr habt's im Thumbnail ja schon gesehen, ich will euch nicht auf die Folter spannen. Endlich, jawohl, die Fabrik ist fertig. Und hier, ups, na, Kartenhinter wollte ich nicht. Und ja, hier sitze, die Guten, wie heißt es überhaupt? Wenn wir reinschauen, Gatling Gun, also nenne ich mal Gatling Gunner. Ja, die, deswegen, ich hab's auch im Thumbnail reingemacht. Ihr seht so ein bisschen, dieses Maschinengewehr erinnert mich so ein bisschen an Rambo. Erster Teil, wer kennt ihn, am Ende in der Stadt, hat er auch so ein Ding in der Hand und macht da erstmal alles platt. Ich bin sehr gespannt. Guck mal eben rein, effektiv gegen eine große Anzahl Infanterie, schwach gegen Verteidigungen, Kavallerie. Eine mächtige Anti-Infanterie-Einheit, die besonders effektiv gegen größere Gegnermengen ist. Ihr Angriff unterdrückt feindliche Infanterie und halbiert deren Tempo. Schaden, was? Halbiert deren Schaden und Tempo, so ist es richtig. Ja, leider ist er ein bisschen schwach gegen Kavallerie und gegen Verteidigungsanlagen. Ja, was mich trotzdem nicht davon abhält, einfach mal hier, wie viel haben wir? Weiß ich gar nicht. Wieso kann ich das hier nicht sehen? Muss ich dann hier raufklicken? 8 Stück von ausgebildet habe. Dann nochmal 3 Ballisten einfach. Ich habe mir gedacht, das könnte erstmal meine erste wirklich Angriffsstrategie sein. Jetzt zoom mal raus hier, du Mistding. So. Das könnte meine erste Angriffsstrategie sein, die ich heute einfach mal so probieren möchte mit euch. In erster Linie geht es mal wirklich darum, einfach mal die Gatling Gunner hier in Action zu sehen. Ob ich jetzt verliere oder gewinne, ist eigentlich, ja, mir nicht egal, weil ich natürlich auf Orden gehe. Aber schauen wir mal, versuchen erstmal, ja, schon irgendwo einen Gegner zu finden, wo ich, ja, wo die Orden mir irgendwo sicher sind. Ja, das wäre echt gut. Oder zumindest, wo der Gegner nicht so schwer ist. Ja, worauf muss ich achten? Ich habe absolut gar keine Ahnung. Soll ich die einfach mal hier hinsetzen? Das Stadtzentrum steht relativ
Gut, da könnten meine... Na komm. Meine Ballisten sind auch überhaupt nicht stark. Eigentlich müsste ich das mal auf Kanonen upgraden. Oh, hier gibt es natürlich ordentlich was zu holen, ne? Soll ich es mal wagen? Aber die... das ist zu krass, glaube ich. Das ist einfach zu krass. Ich habe, wie gesagt, ich habe ein letztes Mal gebaut, einfach mal so laufen lassen. Aber ich will hier nicht verlieren, ey. Ich weiß, geil wäre natürlich 50%. Boah, hier, ey, das ist ja richtig übel. Wenn ich jetzt hier mal Räuber hätte. Mann. Das ist so schade, ey. Den ganzen Loot lässt man da liegen, ey. Das hätte man so locker mit den Räubern abgreifen können, ey. So, wenn ich jetzt so langsam nichts finde, dann muss ich hier cutten. Aber gucken wir uns die nächsten beiden nochmal eben an. So, das müsste... Ach komm, ey, das müsste doch machbar sein, von hier unten, hier oben sich durchzuschlagen. Das oder von oben. Weil hier sind... Ja, komm, wir probieren es mal von oben. Ich hoffe, es klappt irgendwie, echt. Ich hoffe, es klappt irgendwie. Setzen wir mal dreimal... Setzen wir mal dreimal den. Sehr gut. Jetzt bitte die Burg noch. Jawohl. Das ist schon mal geil. Nice. So. Jetzt kommt mal meine Gatling Gunner. Ich glaube, ich werde gleich nochmal... Ja, komm, ich schilde die gleich auch nochmal. Ich schilde die jetzt nochmal. Okay, die Artillerie. Ja, okay, das geht aber. Guck mal, die Pferde gehen auch relativ schnell platt. Jetzt müssen die... Ja, es kommen jetzt Ballisten. Jetzt müsst ihr natürlich... Jawohl, das Ding ist kaputt. Sehr gut. Na, komm, sammelt euch nochmal hier. Ihr müsst euch mal mehr sammeln. Das läuft sonst so nicht. So, das läuft bis jetzt ganz... jetzt kommt nicht das Katapult. Komm, hier, Ballisten, haut den Turm da weg. Ja, boah, die Infanterie, die ist aber krass, ey. Wie schnell die wegklatscht. Weggeklatscht wird. Komm, jetzt Ballisten. Was macht ihr da? Nein, jetzt bitte die Pferde. Geht auf die Pferde. Sehr gut. Noch sieht's gut aus. 7 habe ich noch. Komm, weiter, weiter. Ja, das sieht sehr gut aus ist jetzt. Gefällt mir. Oh, jetzt abgeht hier. Geil, ey. So, ja, komm, jetzt mal durch die Mauer. Das sieht auch gut aus. Oh, wie langsam die werden hier. Richtig nice. Ah, da muss man sich ein bisschen Zeit lassen. Aber meine 50% habe ich gleich schon. Und das Stadtzentrum ist auch nicht mehr weit. Also von daher. Soll ich den jetzt nochmal schilden? Ich glaube, ich schilde jetzt nochmal. Einfach, weil ich es habe, weil ich es kann. Vielleicht schaffe ich sogar alles. Von der Zeit sieht es gar nicht mal so schlecht aus. 9 Orden, natürlich richtig fett. Das schaffen wir. Ich weiß gar nicht, wo meine anderen beiden Ballisten geblieben sind. Irgendwo müssen die ja draufgegangen sein. Oh, jetzt hier extrem langsam mit den... Wegen den Krähenfüßen. Und der Turm schießt hier. Aber ja, durch das Schild, was ich denen gegeben habe, wird es richtig schwierig für die. Jetzt müsste ich eigentlich umswitchen. Na komm, mach das Stadtzentrum erst nochmal down. So, jetzt mal bitte schnell hier drauf alle. Balliste. Die ist natürlich... So, komm. Sehr gut, ist down. Konnte noch mal schießen. Ich habe hier noch einen Vandalen, sehe ich gerade. Ja, der kann ja eigentlich von hier unten mal eben aufräumen. Der macht den Bock jetzt nicht fett. Ja, jetzt kriegen sie natürlich schon ordentlich auf den Sack. Wenn sie jetzt das Katapult noch down machen, von der Zeit wird's knapp. Aber jetzt den Tower noch bitte. Komm, Balliste, schieß drauf. Komm, sehr gut. Jetzt kann's noch was werden, weil die Infanterie, die kann mir eigentlich nichts. Da sind ja die Gatling Gunner perfekt für. Oh, das klappt. Das reicht nicht von der Zeit, ey. Nein. Ich brauch mehr von denen. Schade, ey. Kann ich eigentlich auch den Befehl geben, die Mauer zu zerstören? Die kriechen jetzt noch mehr Sterne? Gar nicht, ne? Also sterben die sogar alle noch, weil ich die Verteidigungsanlagen nicht alle zerstört habe. Naja, gut. Ich bin trotzdem überrascht. Ein bisschen der Damage hat ein bisschen gefehlt. Was haben wir denn jetzt? 5 Orden. Ja, okay. Loot war jetzt wirklich... War ja nichts eigentlich. Aber mir ging es ja wirklich um die Orden. Und 5 Orden habe ich mit Only Räubern nicht bekommen. Allerdings ist diese Angriffsstrategie natürlich auch wesentlich teurer. Ja, was kann ich da noch machen? Komm, ich will noch einen Angriff mit euch machen. Auch wenn die Zeit jetzt schon... Soll ich das nochmal das gleiche probieren? Ich weiß nicht, wo meine Ballisten draufgegangen sind. Deswegen nehmen wir nochmal 3 Ballisten. Vielleicht sollte ich auch einen... Minör-Veteran mitnehmen. Da könnt ihr nämlich auch nochmal mit. Das könnte vielleicht, damit ich schneller durch die Mauer komme. So, jetzt habe ich... Was habe ich jetzt? Schauen wir mal eben. 731. Irgendwie fehlt mir der Schaden, ne? Ja, wenn ich meine Balliste ein bisschen höher hätte, dann wäre das auch...
Ah, was sind wir denn noch mit? Kommen wir nochmal Armbrustschützen mit. Aber eigentlich brauche ich die nicht. Eigentlich brauche ich die nicht, weil das machen die Gatling gerne machen das alles. Dann nehmen wir noch einen Mineur mit. Vielleicht kann ich ihn später nochmal gebrauchen, um eine Mauer zu durchbrechen. Ja, ich denke mal so. Ich probiere es jetzt nochmal. Auf in den Kampf. Wie viele Orden habe ich denn? Oh, 1190. Jetzt 10 Orden. Das wäre es ja. Für Silber 1. Das wäre richtig nice. Ja, der hat hier... Komm, suchen wir uns mal. Ja, der bringt auch nur 6. Ja, ist natürlich auch low gewesen, der Gegner. Der bringt 5. Ja, man sieht schon, ne? Niedriger ist auch klar irgendwo. Aber der hat ordentlich Gold. Der hat ordentlich Gold. Den probiere ich. Den probiere ich. So. 3 wieder dahin. Oh, da kommen Pferde von hinten. Deswegen mal alle hier hin. Wie schnell die weg waren. So, bitte. Oh, der hält natürlich aus. Ah, das geht aber noch. Das geht noch. So. Bitte hier nicht auf die Ballisten. Die müssen die beschützen. Sieht. Oh, krass, ey. Wie die wegfetzen. Oh, Sperrfalle ist natürlich richtig übel. So, ich würde sagen, ich lenke jetzt mal alles mal eben hier drauf. So, und jetzt mal schilden. Jetzt könnt ihr erstmal ölen. Könnt ihr erstmal hier alles wegmachen. Ich denke mal, ich setze gleich einen Mauerbrecher. Ja, solange der Turm da noch ist. Ich weiß nicht, wie viel der so aushält. Oh, jetzt splitten sie sich wieder. Das soll nicht. Ah, weil jetzt steht die Balliste da allein. Jetzt rennen die da oben lang. Kommt mal hier hin. Kommt mal hier hin. So, jetzt. Hier der erste Mauerbrecher. Kommt raus. Ja, der geht hier schön gerade auf die Mauer zu. Sehr gut. Jetzt wird allerdings beschossen. Egal, jawohl, er bricht. Ah, wo will er hin? Wo rennt er denn hin? Also geht er auf den Turm? Ernsthaft jetzt? Ist ja wohl ein Scherz gewesen. Wieso rennt er nicht weiter? Meine Einheiten sind schon alle gleich platt. Aber ich habe zumindest einen Stern. Jetzt rennt er dahin, ne? Spinner, ey. Ja, das kann nicht sein. Eigentlich hätte er direkt dahin rennen müssen. Er darf da gar nicht auf den Turm rennen. Das war nicht... Okay, Orden sind da. Alles klar, Orden habe ich bekommen. Das ist die Hauptsache. Aber trotzdem ist er natürlich vom... Materialeinsatz so doch schon wesentlich teurer. Allerdings, das Öl, ganz ehrlich, das Öl geht mir wirklich am A vorbei, wenn ich es mal so sagen darf. Weil, ja, die kosten 40 und ich habe Öl und ich kann eh nichts mitmachen. Ich habe hier Ölbautüme, alles stehen. Ich kann es nur, wirklich momentan nur für die Gatling-Gunner benutzen. Und von daher mache ich das doch. Ich werde die Ballisten als nächstes mal hochleveln. Vielleicht noch in Verbindung mit ein, zwei Lanzenreitern. Und ich muss natürlich auch hier das Ganze noch verbessern. Ah, 3 Billionen Nahrung, ey. Ah, aber ich bin gleich in Silber 2. Mal gucken. Ich denke mal, ich werde es vielleicht heute noch schaffen. Und dann werde ich euch natürlich wieder die nächste Folge bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu Dominations. Lasst den Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.